ist. Kollege Armin Armin Laschet, Laschet ist der nächste CDU-Fraktion. Redner, er ist auch Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte an das anknüpfen, was der Kollege Al-Halak gerade hier beschrieben hat. Das Thema lautet Unruhen in Frankreich. Aber Sie haben das Wort Frankreich so gut wie nicht in den Mund genommen. Sie sind nahtlos übergegangen zu Ihrer ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe gehört, dass hier gedroht wurde, dass aufgeräumt wurde, wenn Sie an die Macht kommen. Wir sagen Ihnen, wir werden dafür sorgen, dass Sie nie Verantwortung in diesem Land haben. Das können Sie sich merken. Also, ich habe sehr wohl zugehört. Über Frankreich wurde hier nicht gesprochen. Über die Herkunft des Problems haben Sie nicht gesprochen, sondern Sie haben gleich über Parallelgesellschaft in Deutschland gesprochen. Und in der Tat, da haben Sie recht, das war eine Parallelgesellschaft der NSU, der 10 Jahre mordend durchs Land zog. Die Lübcke, ja, das möchten Sie nicht gerne hören, aber Ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet in diesem Land. Das war eine Parallelgesellschaft. Und deshalb ist die Kernfrage, wie kann man dem begegnen? Wie kann man dem begegnen? Was muss man tun, um Gewalt zu bekämpfen? Und da war auch spürbar, besonders bei dem ersten AfD-Redner, dass Sie eigentlich die Erfolge von Integrationspolitik gar nicht kennen. Sie haben das abgetan mit, haben Sie Herzprobleme, oder? Ja, voll gesagt. Können Sie kurz das Argument hören? Sie haben gesagt, das Problem wird mit Geld zugeschüttet. Das heißt, er hat überhaupt nicht verstanden, dass die, die in Frankreich in den Banlieues leben, zum Teil Angehörige der französischen Kolonialmacht, die auf der Seite Frankreichs gekämpft haben und denen Frankreich dann ermöglicht hat, nach Paris einzuwandern. Der große Fehler war, man hat sie in Banlieues untergebracht. Sie hatten kaum eine Aufstiegschance in der französischen Gesellschaft. Und die Präsidenten Frankreichs haben nach 2005 erkannt, dass man mehr Geld nehmen muss für Bildung, für Aufstiegschancen, für bessere Stadtviertel mit dem Abriss von manchen Hochhäusern, um das Viertel anders zu gestalten. Und genau das wollen sie nicht. Sie wollen nicht, dass die Menschen in der Gesellschaft integriert sind. Und deshalb sagen sie, die wurden quasi mit Geld zugeschüttet. Und deshalb hat auch Ihre Partnerpartei Front National in Frankreich im Parlament gesagt, ausländische Straftäter ausweisen. Und dann hat der französische Innenminister entgegnet, 90% der Festgenommenen sind Franzosen. Es geht hier um kriminelle Jugendliche und nicht um Ausländer. Sie sprechen Französisch, es geht doch nicht um Kultur. Und deshalb ist das viel zu simpel, die Gesellschaft zu spalten. Und ich trage Ihnen, Redezeit ist ja hier sehr kurz, könnte man lange fortsetzen, ein paar Zeilen vor von der Großmutter des getöteten Jugendlichen. Diese Frau hat gesagt, hört auf mit den Krawallen. Alle, die dabei sind, Dinge zu zerstören, sage ich, hört auf. Sie sollen keine Schaufenster einschlagen, keine Schulen zerstören, keine Autobusse. Es sind Mütter, die die Busse nehmen. Es sind Mütter, die auf den Straßen unterwegs sind. Eine mutige Frau, die gerade ihren Enkel verloren hat, sagt das. Das hat mich erinnert an Mevlüt de Genf. Mevlüt de Genf wird das Opfer eines Brandanschlags von Rechtsradikalen. 5 Angehörige sterben, es drohen Unruhen damals in Deutschland und sie ruft am nächsten Tag zur Versöhnung aus und sagt, das waren nicht die Deutschen, das waren 4 Straftäter, die bestraft werden müssen. Etwas von diesem Großmut, der Großmutter aus Frankreich und von Mevlüt de Genf, den wünsche ich Ihnen in Ihrer Sprache und in Ihrem Umgang mit der Not von Menschen. Etwas von dem Großen. Armin Laschet bekommt hier fraktionsübergreifend Applaus für seine Rede.